Morgen. Guten Morgen. Wir werden jetzt losgehen. Wir waren schon frühstücken und so. Wir haben euch nicht mitgenommen. Wisst ihr warum? Weil ihr habt noch im Akkulade-Dings gesteckt. Melina hat dieselbe. Ihr hattet keine Power. Deswegen. Also heute Gas geben. Was machen wir jetzt? Also wir gehen jetzt auf die Alm und machen so ein Kissen, also Bungee-Jumping oder so. Kissen-Jump. Und dann werden wir Knödel machen, gell? Ja, und kann ich das mal... Wenn Leute kochen. Ja, genau. Oh, mal voll geiles Wetter. Richtig traumhaft. Und ich bin auch da. Oh, jetzt nicht mehr so traumhaft. Bin ich eigentlich drauf? Achso, ja. Oder bin ich zu klein? Ja, ich bin echt zu klein. Richtig so Berge, blauer Himmel und ich da. Richtig geil. Und heute sind es auch 32 Grad. Super, das wird echt geil. Wir machen gerade Gruppenbilder. Gruppenbilder. Ja, aber warten, Anna ist auf jeden Fall ist irgendwie Anna Janik, ne? Oh. Ja, da kommen sie schon. Sie haben mich eben eingecremt. Achso, da hast du gesagt. Oh, Klassenfoto hier. Ich möchte euch noch einmal auf die Seite von Picture Time. Das ist denn, dass der Wald so dicht ist, dann sieht man die Straßen eben. Voll die Stadtrundfahrt hier. Unsere Busfahrerin, die zeigt uns so ein bisschen, was es hier so gibt. Und wir fahren jetzt zu Alm. Ich zeig mal ein bisschen, wie es hier so aussieht. Eigentlich so ein bisschen wie Deutschland. Wir sind die Coolen, wenn wir cruisen, wenn wir mit unserer Gondel. Richtig so die Düsen. Ach, was für ein Bier einsteigt. Oh, ich muss auch mal schießen. Soll ich wieder hier Slow-Mo hier? Ich dachte, in Kanada haben wir beide Slow-Mo. Okay, warte. Ja, das war ja schon etwas krass. Okay, Leute. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, voll schnell. Oh Gott! Oh Gott! Fast nicht reingekommen. Das ist so cool jetzt! Danke! Alle seid ihr schon mal Gondel gefahren? Nein! Cool. First time! Gondel gefahren! Erste Male hier! Huch, was ist das? Ist das doch im anderen schon reingeschrieben? Ich habe noch so reingejumpt! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Es geht los! Wir fahren Gondel so! Das ist ja voll schnell! Oh mein Gott! Hä, warum geht das so schnell? Oh mein Gott, das ist voll geil! Wow! Das ist einfach so still! Gondel. Ich habe mir letztes Mal ausgedacht, weil er nicht Butter. Wie könnt ihr mal gucken, ich will kurz ein Thumbnail machen. Krass. Ja, sieht viel besser aus. Zeig mal bei dir, Katrin. Oh Gott. Shanti und Natur. Ich bin wieder in der Wuschel. So, wir sind jetzt hier übrigens schon angekommen. Und schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, aber das ist so krass. Wir sind hier gerade richtig hoch. Und hier ist so eine, da ist so ein Luftkissen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man so runterspringt, dann kann man halt so runterspringen. Norbert! Springt er schon? Ja. Voll geil! Ich will das auch machen. Wie das funktioniert hat, dass man hat auch einen Brennungsweg. Ja, wo ist der denn? Anna! Das war voll weich. Ja, gell? Ich bin sauber! Sieht voll lustig aus. Sammy, du möchtest auch ein Formel laufen. Okay. Hey, Sammy! Sammy! Gut! Geil, das Scheiße! Ich bin Schisser! Kannst du auch wieder? Ja! Wie war's? Geil! Schatti,
immer wach, bis der draußen ist. Scheiße, jetzt schinken wir. Doch, die schinken. Oh, runter. Krass, runter. Leute, die Steine hier glänzen. Oh, hier, es glänzt. Wir laufen auf Gold. Können wir dich kurz filmen? Ja, klar. Und zwar, wie du sagst, ich springe jetzt los. Ich springe jetzt runter. Okay, alles klar. So richtig motiviert. Ja. Okay, seid ihr fit? So, boah, das ist ja geil. Ich springe da jetzt einfach runter. Ja. Okay, ich springe jetzt runter. Ja. Ich glaube, das war eine gute Motivation für sie. Das hätte ich eigentlich gar nicht getraut. Ja. 10 Meter. Das ist aber ein langer Fall irgendwie. Alter. Ja. Shanti und ich werden jetzt auch springen. Und ihr auch. So, in der Wasserflasche. Richtig Touri hier. Ich werde jetzt auch springen. Guck, deine Schwester zeigt dir. Ja, ich will doch nicht. Muss ich auf eine Toilette gehen? Nee, ich muss springen. Wie ist da der Stiege runter? Ja. Springst du auch nochmal? Das ist so geil, ey. Springst du auch nochmal, Jan? Wenn du nochmal springst, spring ich auch nochmal. Ich spring, ja. Ready. Lami, wie war's? Geil. Adrenalin. Pur. Ich schisse. Shanti, springst du auch? Komm schon, Shanti. Guck mal, ich hab falsch einen Sprung gemacht, aber das finde ich gruselig. Echt jetzt? Aber 3 jetzt voll okay. Von 3 Metern ist voll okay. Ja. Okay, ich mach's auch. Ja, ich überrede ihn. Ciao, wir springen jetzt. Wir springen jetzt. Sammy hat einfach mal die Nase zugehalten. Gell? Der springt wie so eine Katze so. Ja. So, darf ich springen? Einfach nur. Oh mein Gott, Leute. Jetzt wird's ernst. Scheiße. Cut geht auf. Es nein. Du gehst zuerst. Do it, cut. Just do it. Scheiße, Alter! Schade, sogar ich hab's geschafft, ich bin kein Durst. Schanti! Scheiße! 1, 2, 3. Ach, Scheiße! Scheiße, okay! Jetzt hab ich für alle Angst. Okay, warte. Wo ist Shanti? Steht immer noch dran. Wo ist sie? Da hinten. Okay, warte, ich muss mich noch. Das war zu spontan. Seelisch und moralisch drauf vorbereiten. Als du gesprungen bist, also bist du einfach gesprungen und dann so nach hinten. Du springst und dann lässt du dich einfach so. Und du fällst und du fühlst dich auf Wolken. Und du fühlst wow. Es sieht so niedrig aus, aber trotzdem irgendwie, also man hat voll die Blockade zu springen. Das ist aber echt voll cool. Weil es halt einfach, du springst einfach so. Ins Wasser springen ist für mich kein Problem. Das ist so geil. Damit du springst jetzt auch nochmal runter. Nee. Ja, gell? Ich bin durch. Ich war die größte Schisserin. Ich mach nicht mehr. Bin doof. Ich spring jetzt runter. Oder kannst du mich einfach runterschubben? Das klappt nicht. Und dann sagen, Yannick, was? Schubst dich du so. Ich seh dich dann nur noch so um und so. Sebastian, warte noch kurz. Hast du vorhin gefilmt, wo ich gesprungen bin? Ich pinkel mir gleich in die Hose. So. Ich muss mal dringend. Da sieht man so unten so eine Pfütze. Okay. Na komm, ich so nass. Soll ich mit dir hochkomme von oben filmen? Tut's weh, wenn man draufkommt? Ah, tut's weh? Tut's weh? Nee, es ist voll okay. Gar nicht, voll gar nicht weh. Echt? Okay, weil ich hab voll Angst, es ist voll so. So wie jetzt, wenn jemand
dann muss man so einen Schlag kriegen. Das stimmt, man merkt es gar nicht, dass man irgendwo drauf fällt. Es fühlt sich echt an, als würdest du eigentlich so... Auf gar nichts. In Watze so, ganz weich. Okay. Eigentlich, als würdest du noch weiterfallen. Ah oh ja, aber guck mal, das hat aber richtig geklatscht. Ne? Oh ja, Oh scheiße, das hat geklatscht. Das hat geklatscht. Norm, alles gut? Alles gut? Alles gut? Nee, ich spring nicht. Ich spring auch nicht mehr. Okay, Leute. Nachdem das passiert ist, gehe ich nicht mehr. Aber du hast versucht. Ich so nach Norm springe ich und dann auf einmal klack. Ich so. Aber es war schon beim ersten Mal so voll tief irgendwie bei ihm. Ja. Und so geht dein Tag zu Ende. Ja. So, scheiße. Ich war schon richtig motiviert, als ich euch alle gesehen habe. So richtig, ja, ich mach's auch. Und dann war ich dann kurz davor und dann habe ich Norm gesehen, wie er hochgeht. Ich so, okay, nach Norm. Und dann macht das. Das Schicksal. Genau so. Übel. Richtig so. Das Schicksal will nicht, dass ich springe, Leute. Wir haben es versucht, komm, wir gehen auf den Stein. Okay. Okay. Guck mal, Leute, das sind Häschen. Oh. Ich bin schon 2 Meter entfernt von euch. Oh, die küssen sich. Die Bubelle und Bubelina. Hallo Chiquile. Hallo. Oh, sie ist total süß. Aber das sind auch Hasen. Komm her. Ich will auch da rein und die streicheln. Komm her. So richtig mit Glocken und so. Und die Hasen in dem Ding. Wir kommen. So, wir sind die Gangster, die immer ganz hinten die sind. Die immer alles anders machen. Genau. Wir sind die, die vom Weg abkommen. Das sind richtig die Gangster in der Klasse und so. Hör, die klappt extra für uns. Das ist die Beate. Beate, du hast da ein paar Mücke an deinem Fell. Kannst du dich mal waschen, danke. Glaubst du, wenn ich jetzt. Guck mal, wenn wir jetzt. Glaubst du, wir könnten sie melken? Weiß ich nicht, ich muss das schon die Fragen. Sorry, ja. Komm, meine Hände noch. Das ist so geil! Das ist so geil! Noch einmal für mich! Hat jemand eine Flasche? Ja, nee. Hat die da was getrunken? Ja, das ist so frisch. Ja, das ist so geil. Hat jemand eine Flasche dabei? Nee, nee. Das nimmt schon auf. Hallo Kuh, die kann man melken, guck mal, die ist voll. Oh. Das ist voll der Scheiße. Oh, die guckt doch, guck, chill. Yeah! Anna, wirklich so der DJ, der laufende so DJ. Mega. Guck mal, Leute, wie schön das aussieht hier. Richtig, ich warte, dass Heidi irgendwo kommt mit ihren Ziegen. Gehören die da hinten zu uns? Ich warte. Lars. Warte. Schien. Ja. Okay, und was? Ich halte noch ein bisschen weiter nach links. Sehr cool. Alter, geil. Das sieht so gut aus. Voll cool. Sehr gut. Ich hab schon was zu posten, Alter. Yes! Hallo! Hallo! In den Bergen! Hallo!
Ich bin gerade am Wandern. Ja. Voll cool. Ja. Oh, so in den Bergen. Ja. Süße Dorf. Ich dachte, ihr seid. Ja, wir sind jetzt hier für noch bis Montag, ne? Mhm. Ja. Und ich mag das so. Alles Wandern. Natur. Die Natur. Ah, natürlich auch. Ne? Wir sehen YouTube. Ja. Muss sein. Ja. Okay, cool. Okay. Wir werden jetzt Knödel machen. Steffi ist schon voll drin. Voll dabei. Ja. Ganz Tag leid. Was funktioniert denn direkt, Hetta? Steffi macht Knödel. Die Hübsche. Ja, gerne. Ich auch immer. Guck mal, Steffi macht Knödel. Eins, zwei, drei. Vier Kameras. Ich hatte da gerade eine Eierschale drin. Ach so. Gerade so, weil ich nicht gemacht. Anna. Muss man die trennen? Die haben so eine dünne Schale. Ja, die haben irgendwie so eine dünne Schale, gell? Mhm. Ich will auch. Das ist jetzt auf einmal hart. Oh, hast du es gesehen? Ich habe meine Hände auf das. So, nee. Darf ich da reinfallen? Nein. Und der Asiatin. So, Kat hat jetzt gerade Knödel gemacht für uns alle. Ja. Hast du super gemacht, gell? Bin stolz auf dich. Ich bin die Gangster-Knödel machen. Nehmen wir riechen. Nur eine Teller runtergehen, dann machen wir es. Super, danke schön. Jetzt gibt's Knödel. So, ich vlogge jetzt gerade mit dem Handy, wie euch vielleicht aufgefallen ist, weil der Akku von der Blogging Cam ist leer gegangen und ich fahre jetzt gerade mit der Gondel wieder zurück zum Tal sozusagen und ich war kurz auf Toilette und dann sind alle schon gegangen und ich war alleine. Die habe ich irgendwie vergessen. Aber ist ja nicht so schlimm. Die Fahrt geht nur 20 Minuten oder 10 Minuten, keine Ahnung. Ja, also sind jetzt wieder zurückgewandert von der Alm und es war echt schön und es war voll lecker, das Essen. Und jetzt fahren wir halt, ja, gehen wir wieder zurück ins Hotel. Und dann können wir ein bisschen Spa-Day machen, also wir treffen uns dann alle im Schwimmbad und dann gibt es so Spa-Bereiche, Sauna, Treatments und so, kann man sich so Behandlungen machen und so. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe zumindest, dass wir heute noch einen Platz beim... Oh Gott, so creepy, ey. Das ist so creepy alleine. Allein in der Gondel, weil ich habe immer so Final Destination im Kopf und dass sie einfach stehen bleibt und dass sie mich vergessen und ich dann über Nacht hier alleine in den Bergen verbringe. Kennt ihr diesen Film? Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, egal. Auf jeden Fall, das wackelt halt auch so krass und so und dann habe ich Angst, dass gerade meine Gondel die Gondel ist, die kaputt ist. Es wackelt so krass, gell. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dann alleine ist es, glaube ich, gerade mega windig. Aber immerhin habe ich eine schöne Aussicht. Aber da geht es noch runter. Anna! Leider? Nein! Warst du nach mir auf dem Klo? Hä? Ja. Ich dachte mir so, hä? Bist du rausgegangen? Nee, ich bin raus und dachte mir so, wo sind die alle? Oh nein! So, Uncut ist wieder back mit der Fisheye-Perspektive. Ich weiß, Leute, Akku und so, weißt du, mach nicht immer mit. Was guckst du? Was guckst du? Und jetzt sind wir gerade hier alle versammelt. Ich bin voll schick. Beziehungsweise für mich ist es nicht so schick, aber. Hast du was? Hey. Oh, was ist und jetzt gehen wir gleich dinnern. Dinnern. Wir haben jetzt nur ein bisschen Probleme mit dem WLAN und Internet, weil wir müssen Videos hochladen. Die armen Daily Vlogs leider. Aber ja, Uncut ist deswegen in letzter Zeit nicht so regelmäßig gewesen, weil. Wegen dem Internet und so. Ein bisschen schwierig, wenn man unterwegs ist. Anna und ich waren vorhin schwimmen. Das war so schön. Ich muss es nochmal mehr. Und war voll cool, auf jeden Fall sehr, sehr entspannt. Und es ist. Wir wollten einfach mal
so einen Urlaub machen alle zusammen, wo wir einfach echt mal so entspannen und so, weil das kommt bei uns ziemlich selten vor. Ich meine, trotzdem vloggen wir auch und so. Für uns ist es aber trotzdem Urlaub und wir sind alle zusammen und man kann sich austauschen, man redet und macht Selfies. Und ihr will alle nur am Handy, Leute. Ach was, ich hab's eben voll genossen. Es war eben voll schön in der Natur. Ja. Und oh mein Gott, wir haben Anna vergessen. Wir haben Anna einfach oben vergessen auf dem Berg. Und alle so, wo ist Anna? Und Anna, bist du eigentlich alleine runtergefahren? Ja. Oh mein Gott, das hat sich nicht getraut. Nee, das war voll dumm, weil ich gehe so raus aus der Toilette und denk mir so, where are the people? Nee, wir gehen jetzt auch bald was essen und so. Ich freue mich voll, weil ich habe voll Hunger irgendwie. Ich glaube, das sieht mir was. Hä? Was für? Das sieht cool aus. Das sieht ähnlich. Doch cool aus. Wenn du nicht willst, kann ich es gerne nehmen. 99 Problems, but he ain't got one. Ich muss den Oberkörper ein bisschen mehr antrainieren, damit das ein bisschen besser aussieht. Kidding. Übel, das ist... Ungefähr der 12. Abspieß. Übel. Schmeckt immer so gut. Aber es sind Früchte, Leute. Ach stimmt, wir haben jetzt gar keinen Bus, wir müssen jetzt laufen, gell? Ja, was? Laufen? Kenn ich nicht. Lieber. Wir müssen jetzt gehen, Schätzle. Können Sie eine kleine Sekunde warten? Nein, das kann ich nicht. Zeit ist Geld, weißt du? Wir müssen jetzt gehen. Das Essen wird kalt. So, wir sind jetzt hier gerade an unserem Dinnerort angekommen. Warte mal, wie heißt es nochmal? Wie heißt es hier nochmal? Bitte? Wie heißt es hier nochmal? Pension, irgendwas mit Pension. Pension. Roteburg oder so. Pension Roteburg. Roteburg? Ja, sorry, ich bin nicht gerne. Was ist das? Wollt ihr Tartar? Oh, was ist das denn? Tartar vom Laugenrind mit Algunder Sahnecreme und Kürbisschüttelbrot. Wie bitte? Was? Das ist Tartar von Rind. Mit Sahne und Kürbisschüttelbrot. Das Brot ist sehr cool. Das ist rohes Fleisch. Ich weiß. So squunchy. Wie schmeckt's? Man schmeckt gar nicht, dass es roh ist. Nach schmeckt. Nach Hackfleisch mit so Gewürzen und pass auf, da ist Sahne drin. Vorspeise. Ich weiß nicht genau, was das gesehen ist, aber ich esse es einfach mal. Es schmeckt so gut. Ich habe es noch nicht probiert, aber es schmeckt gut. So, wir sind jetzt wieder zurück im Hotelzimmer. Und jetzt ist es schon, Leute. Ich verrate euch mal, wie viel Uhr es ist. Es ist 5 Uhr morgens. Wir haben die ganze Zeit geredet und ich bin voll gelb, aber Entschuldigung. Ja, wir haben die ganze Zeit geredet. Und jetzt gehen wir schlafen. Deswegen gute Nacht und bye bye.